Der Wecker hat geklingelt, Mädels. Wunderschönen guten Morgen, weil es passt auch, dass es ein schöner Morgen ist, denn wir sind in einer Nebelsuppe gestartet. Morgennebel, ganz einfach. Und jetzt, wenn man sich mal umguckt, wie der blaue Himmel, die Sonnenstrahlen und das Regenwetter mit Wärme füllen und wachküssen, dann muss ich echt sagen, es ist eine dicke Entschädigung vom Wetter für die richtige Arschloch-Etappe zwischen Pforzheim und Stuttgart, wo wir einfach nur im Schüttregen waren. Und ich glaube, jetzt tankt jeder so auf und man merkt, dass eigentlich so eine recht schöne, stille Atmosphäre, wo jeder einfach nur auftankt. Und das ist auch wichtig und das braucht es jetzt auch. Es ist auch schön, weil wir eine richtig schöne Umgebung haben. Ich glaube, jetzt ist schon hier Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Und so sieht es auch aus. Wunderschöne Streuobstwiesen. Wir fahren am Neckar entlang. Ein kleines, nettes Dorf nach dem anderen. Und wir nehmen Fahrt auf Horb. Wir sind, glaube ich, jetzt so circa 8 Kilometer davor und dort haben wir dann auch die erste Rast. Nach 40 Kilometern, das heißt, wir haben ein gutes Stück schon dann hinter uns und es meldet sich bei jedem auch ein bisschen der Hunger. Ja, normalerweise machen wir nach so 20, 25 Kilometern Rast und jetzt nach 40 werden so die ersten Mägen unruhig. Aber es ist traumhaft heute. Also wirklich fahren zum Genuss und es ist auch gut, dass wir jetzt so deshalb einen stillen Weg haben, weil auch die Klinikbesuche ziemlich intensiv waren und auch um aufzutanken für Tannheim, für die Katharinenhöhe, da brauchen wir jetzt echt auch, glaube ich, ein paar stille Kilometer. Insofern gehe ich jetzt auch ein bisschen in die Stille. Bis später. Aufgabe eigentlich damals als Bürgermeister, da mitzumachen, um zu zeigen, wir müssen da Solidarität auch bringen. Und das symbolisieren Sie ja mit Ihrer Fahrt. Und ich wünsche Ihnen so viel Glück und so viel Kraft und vor allem so viel positive Energie, die Ihnen hoffentlich überall entgegenkommt, dass in der Sache sich da auch was bewirkt, in den Köpfen sich was bewirkt. Jetzt geht es nochmal steil Richtung Rottweil und ich hoffe, nur Sprichwörter bin ich tatsächlich. Aber in Rottweil werde ich es wissen. Bis dahin.
Also ich versuche mir natürlich als Fast-Profi in der Mimik nichts anmerken zu lassen, aber meine Schweißporen spielen einfach nicht mit. Es ist vor dem Berg und ich stehe quasi schon gut in Saft. Und ich denke mal, wenn wir uns nach dem Berg in gut 1,5 bis 2 Kilometern am Waldrand oben wiedersehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass die ein oder andere Schweißperle mehr dazugekommen ist. Noch ist die Stimmung gut. Mal schauen. Nein! Nimm die Dinger rein! Mann! So 14 von Saarbrücken bis nach Freiburg auch in der älteren Stadt Baden-Württemberg seinen Zwischenstopp einlegt. Weil wir von der Stadt Rottweil, wir unterstützen diese Aktion. So can you say you'll be with me again? Oh no. Ihr habt euch alle total geil geschlagen. Es war ja schön mit euch. Ich selber wollte eigentlich aufgeben zwischendurch, aber ihr habt mich irgendwie mit motiviert, doch weiter durchzuziehen. Ja, wer Körpersprache deuten kann, der weiß, dass ich mich freue, weil endlich angekommen. Ganz ehrlich. Ich hoffe, ich verkack's nicht, wenn ich sage, wir sind jetzt in Wendingen. Die Kamera schwenkt vielleicht mal ganz dezent dort drüber. Hier ist unser Hotel. Was bedeutet, wir haben den Luxus, keine Betten zu beziehen. Plus, und das ist der Oberhammer, wir haben den Luxus, morgen erst um 9.20 Uhr abzufahren. Ich hyperventiliere gleich. Ich muss mich aber jetzt noch für den letzten Redebeitrag für heute konzentrieren. Und ab jetzt, glaube ich, wird es ein richtig schöner Abend. Der Elternverein bzw. die Tannheim-Crew wird uns abholen. Insofern ab unter die Dusche, rein in die Zimmer, ab in den Abend und dann endlich auch in dem Brutbett ausschlafen. Es war mega anstrengend heute. Umso schöner, jetzt da zu sein. Und ich verabschiede mich als Kamerakind für heute. Prophylaktisch vielleicht nochmal bis heute Nacht.